Unser Gewichtheber Alexander hat hart für die ostdeutschen Meisterschaften trainiert, doch wie zufrieden war er letztendlich mit seinem Wettkampf? Naja, also jetzt hatte ich nach meinem letzten Wettkampf also erstmal eine Woche, also ruhig eine Woche Pause und dann die letzten Wochen haben wir hart trainiert. Ich war letzte Woche im Trainingslager in Kimbo. Also wir sind Dienstag angereist und sind Sonntag wiedergekommen und hatten halt neunmal Training gehabt und zweimal reißen und stoßen. Und ja, also das lief so ab, dass wir dann um 8 Uhr Frühstück hatten, dann kurz ins Zimmer gegangen sind, 9:30 Uhr Training, also immer so ein bisschen Athletik vorher und dann an die Hantel rangegangen sind, dann um 12 Uhr Mittag und dann halt Mittagsschlaf gemacht, bisschen ausgeruht vor dem Training und 15:30 Uhr dann wieder beim Training gewesen. Und danach hatten wir 18 Uhr Abendessen und ab und zu haben wir dann auch mal nochmal mit der ganzen Trainingsgruppe nochmal abends Fußball gespielt, bisschen so ein bisschen Spaß haben. Also ich hatte jetzt am 25. Mai so einen kleinen Wettkampf hier in Berlin und da habe ich halt Bestleistung gerissen und das hat mir nochmal so einen kleinen Schub gegeben. Also jetzt bin ich ein bisschen, gehe ich jetzt glaube ich positiver in den Wettkampf rein, weil der Wettkampf lief eigentlich optimal und ja, also ich bin motiviert. Also jetzt am Samstag ist Ostdeutsche Meisterschaften in Frankfurt-Oder. Wir fahren 6:45 Uhr los, weil von 8 Uhr bis 9 Uhr ist Wiegen. Aber also ich habe erst so, sagen wir mal so 15 Uhr Wettkampf. Also habe ich ganz viel Zeit, mich dort also umzuschauen und alles. Aber ich kenne ja halt die Stadt, weil ich habe ja da früh gewohnt. Also ich musste jetzt halt ein bisschen zunehmen, weil ich zu leicht war. Und also wenn ich zunehme, kommt auch halt die bessere Leistung und da kann man halt mehr schaffen. Und ich habe jetzt halt ein bisschen zugenommen und ich hoffe, dass es reicht. Also dass mein Trainer nicht sauer ist, wenn ich zu wenig wiege. Also ich sollte mehr Kohlenhydrate zu mir nehmen abends. Also das habe ich halt die letzte Zeit nicht gemacht. Aber jetzt wegen dem Trainingslager bin ich glaube ich ein bisschen schwerer geworden, weil der Trainer konnte halt gucken, was ich alles esse und so und hat halt ein bisschen gesagt, ja komm, hier ist nochmal was, damit ich halt ein bisschen Gewicht zu mir nehmen kann. Ich hoffe, dass ich 6 gültige Versuche mache, so ungefähr, also eigentlich 82 reißen und 105 stoßen und halt meinen Titel verteidigen kann bei der Ostdeutschen Meisterschaft. Ja, heute 5:30 Uhr aufgestanden, dann 6:45 Uhr losgefahren. Bin halt noch ein bisschen müde, aber freue mich auf den Wettkampf und hoffe, dass es gut wird. Also ich habe um 12:30 Uhr ein bisschen Athletik, so Joggen, Sprinten und Springen. Und dann halt 14:30 Uhr heben, also reißen, stoßen. Also ich verspreche mir eigentlich einen guten Wettkampf, weil ich habe die letzten Wochen halt richtig gut trainiert, meiner Meinung nach. Und ja, ich hoffe halt für mich das Beste und freue mich auf den Wettkampf und bis nachher. Ja, Nummer 121. 125. Ich war halt mit meiner eigenen Leistung nicht so zufrieden, weil ich hatte halt 4 gültige bloß. Ja, aber trotz alledem bin ich irgendwie, also kann ich was Gutes draus ziehen, weil das war halt, also die Versuche, die mir weggefallen sind, halt die 80 Kilo im Reißen und die 103 im Stoßen waren halt nicht schwer, sondern da hat halt irgendwie die letzte Konsequenz gefehlt und ich weiß, dass ich die kann und ich war eigentlich auch überrascht, dass die so von der Kraft her so leicht waren. Ich weiß nicht, eigentlich halt vielleicht auch ein bisschen Pech, aber auch vielleicht auch überrascht, weil diese Leistung dann halt dadurch halt irgendwie ein kleines technisches Problem gewesen vielleicht. Ja, also die Konkurrenz, also ich weiß es jetzt nicht, weil jetzt bei der Ostdeutschen hatte ich halt, habe ich halt gewonnen und das war halt so, also da war jetzt sogar keine Konkurrenz für die Internationalen, weil ich halt so in der leichten Gruppe war und ich war halt der Schwerste da drin.
Und ich glaube halt, zu Deutschen werde ich halt neue Konkurrenz kriegen, aber ja, einfach ausschalten. Jetzt haben wir in 3 Wochen internationale deutsche Meisterschaften in Oberschein, also am 6.7. und 7.7. glaube ich, ne, 5.7. und 6.7. Und jetzt wird erstmal hart trainiert, also die Woche. Ich fahre halt noch die Woche noch Donnerstag nach Frankreich zu einem Wettkampf, also einem Vereinswettkampf, und trainiere halt dann einfach durch bis zum Wettkampf. Ja, und da muss dann mal, werde ich nochmal angreifen, und danach ist erstmal Urlaub für mich. Ja, also ich erwarte halt wieder den Sieg von mir und will halt dann meinen Wettkampf perfekt machen, indem ich 6 Kürtige mache und die 190 im Zweikampf mache. Das wäre dann die CK dann auch. Schon bald könnt ihr hier auf unserem Kanal Neues zu Alexander erfahren. Und bis dahin schaut euch doch mal diese Videos hier an. Dann mal bis dann.